Liebfrau des Reichsritters Michi von Hohenstein. Lass mich frei! Hört ihr mich? Was wollt ihr von mir? Ich gebe euch alles, was ich habe. Mein Schmuck! Ja. Was ist, wenn mein Bruder auf den Weg gekommen ist? In einem Stall, wie unser Heiland. Ich nehme zwei Burgwachen und reite ihnen entgegen. Ich komme mit. Nein, Trudi. Doch. Nein. Ich will aber mit. Nein, Trudi. Du bleibst hier. Wenn ich nicht mit darf, halte ich so lange die Luft an, bis ich platze. Trudi? Bist die Tochter deiner Mutter, Kind? Ja, ich darf mit. Ich bin der König. Und ein Mann. Und Männer haben im Geburtszimmer nichts zu suchen. Oder wollt ihr, dass euer Sohn den bösen Blick bekommt? Nicht mal so viel wie Zepter und Reichsapfel zusammen. Und doch viel mehr. Der erste männliche Nachfahre. Wohlgesprochen, Hulda. Wohlgesprochen. Mein erster Sohn. Da ist mir wohl etwas gelungen, was eurem Gemahl, meinem Vetter, zu Lebzeiten nicht gelungen ist. Ein Kind von königlichem Geblüt. Gezeugt in einer Nacht, die ihresgleichen sucht. In solchen Nächten werden Herrscher gezeugt, nicht Knechte. Hulda. Hiermit erneuere ich mein Eheversprechen.
Doch zuvor muss ich in den Osten reiten. Wir brechen morgen früh auf. Dann werde ich euch begleiten. Ja, Papa. Ein Sohn gehört zu seinem Vater. Und ein Weib zu seinem Gemahl. Ihr bleibt da. Was ist denn da? Seid gegrüßt, Nurgal Khan. Bei unserer letzten Zusammenkunft am Ufer der Donau sah dir besser aus. Ich werde euch begleiten. Ich habe Vorkehrungen treffen lassen. Ihr könnt nicht reiten. Ihr seid viel zu schwach. Lasst mich euch vertreten. Ich werde ohnehin in den Osten reiten. Mit dem König. Was soll das nützen? Sie ist unser Mann bei Hofe. Sie wird euch Nachricht überbringen. Wenn der Moment gekommen ist, den König in die Falle zu locken. Unser Mann bei Hofe, ein Weib? Was versteht sie vom Kriegshandwerk? Wie nahe steht sie dem König? Glaubt mir, näher kann kein Mann dem König kommen. Dafür habe ich gesorgt. So lasst uns unseren Pakt besiegeln. Ich will die östlichen Reiche und den Kopf des Königs. Und ich will das Wappen meiner Familie über der Residenz in Nürnberg wehen sehen. Gut, dann ist alles gesagt. Wir sehen uns wieder als Könige. Sigismund hat seine Häscher ausgeschickt. Sie suchen unseren Verbündeten im ganzen Land. Nur hier nicht. Klugholder. Reitet ihr? Morgen bricht der König auf. Und ich mit ihm. Was gebe ich drum, Sigismund selbst in die Schlacht zu treiben? Sein Gesicht zu sehen, wenn er erfährt, wem er seinen Untergang verdankt. Das war das letzte Mal, dass du mich benutzt hast. Niemand zwängt mich mehr in anderer Männer Betten. Und wenn es nicht schon tot ist, dreh ihr den Hals um. Öffnet! Erin! Mach die Tür auf! Was ist mit eurem Gemahl? Wann wird er uns folgen? Gar nicht. Er wird hier warten und den Thron besteigen, wenn ihr den König getötet habt. Ihr tätet gut daran, ihm zu folgen. Er denkt nämlich, ihr reitet vor ihm davon. Wie groß ist das Heer? 2 Fähnlein, Landsknechte, wenige Reiter, 50 königliche Gardisten, 8 Ritter des Drachenordens. Mehr Truppen will er bei den Ungarn einfordern, was ihm nicht gelingen wird. Oh. Wenn du mich hintergehst, werde ich nicht eher ruhen, bis dein Körper auf einem Pfahl steckt.
Markus, mein Kind. Was habt ihr mit meinem Kind gemacht? Ich hab dein Kind nicht. Wo ist es? Wo bin ich hier? Lass mich frei. Bitte. Ich schwöre bei meinem Leben, ich sage nichts. Kein Wort zu niemandem. Mit mir. Was hinter dir liegt. Du gehörst jetzt mir. Dein Leben beginnt neu. Du kannst noch viele Kinder haben. Mit mir. Du siehst, ich behandle mein Eigentum gar nicht so schlecht. Niemals. Was auch immer mir widerfahren ist, war ich irgendjemandes Eigentum. Sammle deine Kraft. Wir werden die ganze Nacht reiten, um das Heer des Königs zu überholen.